Hallo Kinder, in den Zirkus. Gespannt saß ich mit meinem Onkel im Zirkus. Da ging der Vorhang auf und ein Zauberer kam herein. Ihm folgte eine lange Reihe von verschiedenen Tieren. Och, dachte ich, was wird jetzt geschehen? Da verbeugte sich der Zauberer vor mir und gab mir seinen bunten Zauberstab. Er sagte, du sollst von hier ein Tier aussuchen und in was anderes zaubern. Für mich war das nicht so einfach, weil ich in meinem Leben noch nie etwas gezaubert habe. Aber mit Mut habe ich mir ein Tier ausgesucht. Vorsichtig berührte ich mit dem Zauberstab einen Bären. Plötzlich wurde aus diesem Bären eine giftige Schlange. Sie war sehr lang, da bekam ich einen großen Schrecken. Mein Onkel rief mich, aber der Zauberer sagte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Danach ging ich langsam zu meinem Platz. Die Menschen haben Beifall geklatscht. Mein Onkel war sehr froh mit mir. Danach hat der Zauberer noch ein paar Tiere verzaubert. Das war sehr spannend. Uns hat in dem Zirkus sehr viel Spaß gemacht. Tschüss!